und willkommen zum Hackathon Stuttgart 2018. Ich bin Valentina und bin von Logicline. Wir organisieren den Hackathon Stuttgart und freuen uns dieses Jahr über 200 Hacker. Auch dieses Jahr haben wir wieder die Themen IoT, Cloud und Mobile und neu dazugekommen ist die Kooperation mit Stuttgart Financial mit dem Finanztechnologien-Track, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Das ist nicht ein spezielles Ziel, was wir mit dieser Veranstaltung verfolgen, sondern wir haben einfach entdeckt, das kommt an. Die Hacker interessieren sich, die Sponsoren wollen in Austausch kommen mit diesen Hackern. Insofern wollen wir einfach die Leute zusammenbringen, die Firmen zusammenbringen, die Anbieter von Technologien zusammenbringen, einen Austausch unterstützen zwischen allen. Und für die Hacker ist es sicherlich auch neue Leute kennenlernen an diesem Wochenende. Und letztlich wollen wir hier einfach eine entspannte Arbeitsatmosphäre, dass sie mit Spaß auch lernen können und was nach Hause nehmen. Wir sind das Team Hexalotl, ein Team von Kollegen, die alle in der gleichen Firma arbeiten und wir haben uns einfach mal gedacht, wir sollten mehr zusammen machen oder einfach neue Sachen ausprobieren. Gucken wir mal, wie weit wir kommen, wenn wir schon Softwareentwickler sind. Mal gucken, was passiert. Unser Projekt ist ein selbstmanagendes Fahrzeug, das im Bedarfsfall Werkstätten anfährt oder Tankstellen anfährt und abprüft, ob noch Budget vorhanden ist, um eine Transaktion durchzuführen und die dann auch im Zweifel selbstständig auslöst. Also das Coolste am Hackathon sind zum einen die Lollis, die es hier gibt, zum anderen aber auch das Material. Also dieser Roboterarm von Festo, an den kommt man normalerweise so nicht. Und dass wir jetzt hier die Möglichkeit haben, sogar mit dem zu arbeiten, das ist schon echt was Besonderes und ziemlich cool. Das Coolste an dem Hackathon ist einfach immer zu sehen, wie sich die Teams bilden, wie die Leute mit Enthusiasmus an den Ideen arbeiten. Der Spirit, denn das ist einzigartig, denn in normalen Unternehmen, in normalen Räumlichkeiten hat man immer eine vorgefertigte Aufgabe. Man kann sich einfach austauschen, ausprobieren und einfach drauf losarbeiten und das in einer so coolen Atmosphäre. Ich wünsche den Hackern, dass sie auf jeden Fall Spaß haben hier, dass sie neue Ideen bekommen, vielleicht auch einen anderen Denkrahmen einschlagen können. Ganz viele tolle Teams, die dort zusammenkommen, aufzubauen, netzwerken zu können. Die Hacker, die nicht hier sind, die verpassen die Zukunft, weil hier wird Zukunft geschrieben, wir lernen hier ganz viele neue Technologien kennen. Und das muss man einmal miterlebt haben. Das war der Hackathon Stuttgart 2018 und wir möchten uns bei den Teilnehmern für die super tollen innovativen Ideen bedanken und freuen uns aufs nächste Jahr in 2019. Bis bald!